Es ist über Thomas Jimmick nicht so viel bekannt wie über die anderen Figuren, was erstmal spannend ist, weil man dadurch schon sieht, dass er irgendwie immer ein Outsider war. Der ist ja mit 4 adoptiert worden und hieß damals Amund und sollte dann Thomas heißen, was für ihn irgendwie in dem Alter, das zeigt, sieht man ja auch in dem Film, irgendwie eine Herausforderung ist, auf einmal einen anderen Namen anzunehmen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein sehr sensibler Mensch. Sehr naiv, begeisterungsfähig, aber gleichzeitig immer der Outsider. Also irgendwie wird er nie richtig akzeptiert und vor allem von seinem Vater oder dann Adoptivvater wird er nie als das anerkannt, was er ist, und das macht ihm, glaube ich, zu schaffen. Und das andere, was ihn auch sehr charakterisiert, ist die Hautfarbe in der Zeit, war nochmal ein ganz anderes Thema als heute, dass er irgendwie keine Wohnung bekommen hat, keinen Studienplatz, also gleichzeitig immer auch äußerlich gezeigt wird, er ist kein wirklicher Jimmick. Und es gab ja ganz viele Gerüchte darum, ob Bernhard Jimmick in Afrika mit einer Afrikanerin was hatte und das Kind ist, oder ob sie wirklich adoptiert haben, oder ob Thomas ein Besatzungskind ist, und irgendwie so wie die Medien es aufgefasst haben, hat er selber nie, glaube ich, hatte er sein ganzes Leben eine Identitätskrise. Also ich glaube, es wird immer unterschätzt, mit in der Sonne bei den 30 Grad mit einer Perücke zu drehen. Ich hatte ja so einen riesigen Afro, das war wahnsinnig. Also ich habe ja 2 unterschiedliche Perücken, eine kürzere und eine sehr lange. Und bei dem Tag, wo ich im Knast bin, da saß ich schon ein bisschen länger drin, weil man halt die Haut sehr schlecht machen muss und die einzelnen Äderchen. Das hat bestimmt eine Stunde gedauert. Aber die größte Herausforderung ist, glaube ich, eine Figur zu verkörpern, von der du weißt, dass sie gelebt hat. Weil du der Figur und dem Menschen, der gelebt hat, gerecht werden möchtest. Über Thomas Jimmick ist gar nicht so viel bekannt wie über Bernhard Jimmick zum Beispiel. Und es gibt eine Schlüsselszene, in der Thomas Jimmick im Gefängnis ist. Und er nimmt schon seit einem halben Jahr Heroin. Und das war eine wahnsinnige Herausforderung zu wissen. Ich habe keinen Kontakt zu Heroin, aber ich muss jemanden verkörpern, der einfach heroinabhängig ist, so in dem ganzen Konflikt. Ich wurde an dem Tag auch von unserem eigenen Catering weggescheucht, auf Afrikaans, weil sie dachten, dass ich irgendjemand bin, der einfach nur beim Catering was holen will. Und dann so, weg, weg. Ich so, ich bin aber doch vom Filmteam. You are not from the Filmteam. So, es gab viele interessante Situationen, gerade bei dieser Szene. Ich hatte ja die südafrikanische Python, die unfassbar schwer ist und ich glaube 30 Stundenkilometer hat die, und das ist schon der Wahnsinn, wenn du mit so einem Tier drehst. Also ich glaube, Uli hatte irgendwie 30 Tiere mehr, aber ich hatte noch diesen Bock, und das ist ein unfassbar schnelles und sehr unwilliges Tier. Also wir haben eine halbe Stunde mit 2 Rangern gebraucht, um den überhaupt irgendwie einzufangen, und haben zu viert versucht, den irgendwie zu halten, und das ist schon krass, wenn man dann direkt vor Ort in Südafrika mit wilden Tieren dreht, das ist schon fantastisch. Er ist nicht mein Vater! Thomas sieht man in 3 unterschiedlichen Altersstadien mit 3 unterschiedlichen Schauspielern, und das ist auch nochmal eine Herausforderung, dass du 2 junge Schauspieler hast. Ich musste dann irgendwie Kinderfotos von mir schicken, damit sie kleine Jerrys, also kleine Thomas besetzen, und es ist auch Wahnsinn, wenn du eigentlich den gesamten Film erzählst, aber 2 andere Schauspieler die Figur mit begleiten. Aber ja, in den jüngeren Szenen sieht man, wie er noch eine größere Naivität und Freude hat und irgendwie will, und am Ende sieht man eigentlich in meiner Figur, die ja die älteste ist, ich spiele Thomas von 24 bis 26, dass er an den Erfahrungen irgendwie gebrochen und zerbrochen ist. Es ist einfach ein unfassbar intelligenter, lebensfroher Erzählmensch, der unfassbar viele Geschichten erzählt. Und ich habe ganz viel gelernt von Uli und bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit eigentlich. Und es gab so 2, 3 Momente, also es gab zum Beispiel eine Situation, in der Thomas sich versucht umzubringen. Er klaut irgendwie ein Gewehr im Waffenschrank und flieht dann irgendwie in den Wald und versucht sich umzubringen. Und das ist der erste Moment, in dem die beiden sich nahe kommen, in dem Ulrich Tukur als Bernhard Jimmick mich so in den Arm nimmt, und das war irgendwie ein sehr besonderer Drehtag. Und der andere war natürlich auch der im Gefängnis, also weil das nur wir beide sind und da eigentlich der Kern beider Figuren herauskommt in dieser Gefängnisszene. Also das Besondere an Jimmick ist erstmal, dass es Teil der deutschen Geschichte ist und dass eine Persönlichkeit und eine Familie wahnsinnig viel für die Tierwelt weltweit gemacht hat. Dann hat Jimmick den ersten Oscar für seinen Dokumentarfilm bekommen. Also auch geschichtlich ist das erstmal eine wahnsinnige Figur.
Aber ich glaube, warum man einschalten sollte, ist, weil ich immer Figuren spannende finde, die ein wahnsinniges Ansehen haben und wahnsinnig viel für ein Land oder die Welt getan haben und gleichzeitig innerlich so zerbrechen. Und das ist ziemlich ehrlich eigentlich. Also wie er mit seiner Frau versagt hat, mit seinem Adoptivkind, gleichzeitig aber die absolute Idealfigur ist in der öffentlichen medialen Präsenz. Das ist erstmal spannend.